Liebe Gemeinde, ich heiße wieder ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis. Schön, dass Sie sich wieder eingeschaltet haben, nachdem wir ja fast einen Monat nicht da gewesen sind. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Auf dein Wort hin, Gott, hören wir auf das, was du uns sagen willst. Sei bei uns mit deinem Wort und lass es wirken in uns. Mach uns Mut, deinem Wort zu trauen. Lass uns Jesus nachfolgen, damit wir stark werden. Und ich habe Ihnen wieder ein Glaubensbekenntnis von einem meiner Konfirmanden mitgebracht. Eine Konfirmandin schrieb: Ich glaube an Gott, denn er hat die Welt und alles Leben darauf entstehen lassen, weil er der Allmächtige ist. Er beschützt uns jeden Tag. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen einzigartigen Sohn, der sich für uns opferte. Jesus wusste, dass Gott immer bei ihm ist und auch bei uns. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Jesus geführt und begleitet hat. Ich glaube daran, dass ich nie alleine bin und dass ich keine Angst habe. Wir wollen zusammen singen. Singen Sie mit Juliane zusammen. Das Lied 168. Du hast uns hergerufen, die Strophen 1 bis 3. Du hast uns hergerufen. Kennen Sie die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln? Hameln war eine Stadt, in der es eine große Rattenplage gab. Darüber wurden die Stadtherren selbst nicht mehr her und darum kamen sie auf das Angebot eines Mannes zurück, der sagte: Wenn ihr mir einen guten Betrag bezahlt, dann sorge ich dafür, dass die Ratten verschwinden. Gesagt, getan, der Stadtrat war damit einverstanden und der Mann nahm seine Flöte und fing an zu spielen. Klang nicht besonders gut, aber die Ratten, die kamen heraus aus ihren Löchern und folgten dem Mann. Und als dieser Mann merkte, es dürfte keine Ratte mehr in der Stadt sein, da zog er aus dem Ort heraus und alle Ratten verschwanden. Sie waren nicht mehr gesehen, sie fielen einen tiefen Graben. Dann kam der Mann wieder zurück zu den Stadtherren und sagte: Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ich bekomme jetzt meinen Lohn. Aber die Stadtherren dachten: Och nö, sind die Ratten ja los, was sollen wir denen jetzt bezahlen? Und wollten ihm nichts mehr geben. Da ging der Mann zornig fort und die Stadtherren dachten, er kommt nicht mehr wieder. Doch nach einer Weile kam er verkleidet zurück als Jäger. Und an einem Sonntagmorgen, da gingen alle in die Kirche, bis auf die Kinder, und der Mann als Jäger kam wieder,
spielte. Klang immer noch nicht gut. Und die Kinder der Stadt, die liefen hinter ihm her und folgten ihm. Und als alle Kinder sich hinter ihm versammelt hatten, da zog er aus der Stadt heraus und ward nicht mehr gesehen und auch die Kinder nicht mehr. Die waren verschwunden. Dieser Rattenfänger ist zu einem wahren Menschenfänger geworden. Und sofort denke ich an das Wort Walfänger, allerdings Wal ohne H. Schiffe, die diese schönen Tiere einfangen oder direkt auf dem Meer weiterverarbeiten. Kein guter Ort. Und mir kommt das Wort Walfänger jetzt aber mit H in den Sinn. Ein Wort, das Menschen bezeichnet, die andere für ihre Seite mobilisieren möchten. Es sind Leute, die Menschen mit einfachen Botschaften zu locken versuchen, um selber an die Macht zu kommen. Populisten, das sind Menschenfänger. Verführer sind es. Wölfe im Schafspelz. Es sind Menschenfänger. Ich selbst, ich möchte nicht gefangen genommen werden. Und merke, dass ich anfangs die Nase über das Wort Menschenfänger anfange zu rümpfen. Menschenfänger sind böse. Und dann das. In der Bibel eine Geschichte, in der der Menschenfänger positiv dargestellt wird. Simon Petrus erhält die Zusage, in Zukunft ein Menschenfänger bzw. ein Menschenfischer zu sein. Hören Sie selbst, was der Apostel Paulus da aufgeschrieben hat. Wir können es noch heute nachlesen im 5. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da heißt es in den Versen 1 bis 11. Es begab sich aber, als Jesus am See Genezareth war, da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und Jesus setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben schon die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin wollen wir die Netze auswerfen. Und als sie das taten, da fingen sie wirklich eine große Menge Fische und die Netze, die begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten herbei, die im Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Und da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus vor die Füße und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Liebe Gemeinde, wie war das eben? Menschenfänger sind böse auf der einen Seite. Von nun an wirst du Menschen fangen auf der anderen Seite. Natürlich weiß der wohlwollende Hörer bzw. Hörerin, was gemeint ist. Simon Petrus soll jetzt nicht mehr fischen gehen, sondern mit Hilfe Jesu missionieren, das heißt predigen und damit die Menschen für Jesus begeistern. Die Rede vom Menschenfangen ist hier nicht besonders gut gelungen, denn sie weckt Assoziationen, die man eigentlich nicht so gerne hätte. Deswegen wird ja auch in kirchlichen Kreisen eher von Menschenfischern gesprochen. Petrus, Jakobus und Johannes waren ja Fischer gewesen. Fischer brauchen Geduld, Zeit und Gelassenheit. Denn mitunter sitzen sie stundenlang am oder auf dem Wasser und machen keinen nennenswerten Fang. Wir hatten es ja eben in der Geschichte auch gehört. Eine ganze Nacht schon versucht zu fischen und nichts gefangen. So passiert es halt immer wieder.
Petrus und seine Mitarbeiter müssen es erleben, als Jesus gerade vorbeikommt, und das ist hart. Nein, ein Fischer kann bei den Berufen seiner Zeit nicht unbedingt mithalten. Fischer sein birgt Risiken. Unwägbar ist, ob der Fischer erfolgreich sein wird oder nicht. Wie viel Arbeitseinsatz und Zeit er bringt und welcher Erfolg es haben wird, kann er nicht vorausberechnen. Hier gilt nicht die Devise, je mehr Zeit, desto mehr Geld. Er ist darauf angewiesen, ob das Wetter mitspielt, ob alles gut wird oder ob er am Ende der Depp ist, der ohne alles dasteht. Aber Jesus möchte genau solche Mitarbeiter haben, die das Risiko eingehen, zu sagen, ich lasse mich drauf ein. Ich weiß nicht, was am Ende rauskommen wird, aber ich lasse mich auf diesen Versuch ein. Ich gehe mal ganz neue, andere, provokative Wege. Erfolg oder Misserfolg, Risiko und Einsatz, Lehre oder Fülle, ja, wir werden es sehen, was mit der Zeit passiert. Manchmal sieht es aussichtslos aus, manchmal kann es gelingen. Auch Menschen, Fischer, haben nichts in der Hand, nur die Worte im Mund, wie sie die Netze auswerfen. Und oft kehren sie ja mit leeren Netzen zurück, aber manchmal auch mit einem überraschenden Erfolg. Gottes Wort kommt nämlich nicht leer zurück. Und wenn wir das Wort Gottes auswerfen, dann sollten wir uns überraschen lassen, was passiert. Ob wir zu Menschenfängern werden oder zu Menschenfischern, die die Kinder oder die Erwachsenen wieder einladen an einen Ort, wo Gemeinschaft möglich ist. Zwar immer noch mit Abstand, aber wo wir Gemeinschaft im Herzen und in der Seele teilen. Also, Jesus, der große Mutmacher, er lädt uns ein, untereinander, miteinander, füreinander zum Menschenfischer zu werden. Und dazu lade ich Sie und dich auch ganz herzlich ein. Willkommen im Haus der Menschenfischer. Amen. Und liebe Gemeinde, singen Sie jetzt mit Juliane zusammen das Lied Wach auf, du Geist der ersten Zeuge, 241, die Strophen 1, 7 und 8. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der miteinander Fürbitte halten. Gott, der du Segen schenkst und uns neue Wege zeigst, wir danken dir, dass du nicht aufhörst, dich uns zuzuwenden. Gott, der du durch Menschen sprichst und handelst, wir bitten dich für alle, die in deinem Namen um Menschen werben, dass sie sich nicht selbst erheben und ihre eigenen Wünsche und Gedanken mit deinem Wort verwechseln.
Schenke ihnen einen wachen Geist, Einfühlungsvermögen und Offenheit für Unbekanntes. Gott, der du durch Menschen sprichst und handelst, wir bitten dich für die Verzweifelten, die sich nicht sicher sind, worauf sie vertrauen können. Erfreue dich an ihrem Suchen nach Wahrheit, begleite sie durch ihre Fragen und Zweifel hindurch und schenke immer wieder begründetes Vertrauen und Zuversicht. Gott, der du durch die Menschen sprichst und handelst, wir bitten dich für jene, die scheitern oder an ihren Aufgaben verzweifeln, dass sie neue Perspektiven entdecken oder Auswege, wo es nötig ist. Und dass sie Hilfe und Ermutigung erfahren und spüren, dass du ihnen etwas zutraust. Und wir bitten dich für uns, Gott, hilf uns, deinen Ruf zu hören und deine Ermutigung anzunehmen. Und zusammen beten wir mit den Worten, die uns unser Herr und Bruder Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen, einen gesegneten Sonntag und wir würden uns freuen, wenn Sie alle wieder im August einschalten, wenn wir dann wieder unseren nächsten Gottesdienst für Sie ins Netz stellen. Alles Gute, schöne Sommerferienzeit bis dahin. Ciao.